Das ist nichts anderes vor. Ja. Ja, ich könnte nachher vielleicht noch eine Runde Butter spielen. So. Ja, eigentlich hatte ich doch noch das Großprojekt heute vor. Jetzt machen wir hier nochmal. Ich finde das ein Großprojekt. Ja, halt die 8 Megamaps hintereinander. So, ja, nee, die will ich nicht machen heute. Okay. Ja, dann machen wir jetzt erstmal das hier ein bisschen. Und je nachdem, vielleicht ist Marco ja dabei, vielleicht machen wir was anderes. Steven? Ja, also ich bin noch da bis um noch immer, genau. Geil. Steven, machst du bereit? Da wird ein Matheunterricht künftig so gestaltet, dass man quasi sich die Theorie an einem Computer anguckt oder an einem Computer lernt, in Form von Videos oder solche Sachen oder solche kleinen Übungen. Und dann. Dass man halt, wenn man eine Frage hat, dass dann quasi der Lehrer einen coacht. Da man eigentlich halt am Computer lernt. Gibt so Versuchmodelle, ja. Kenn ich. Ja, läuft es oder ist er selbst da gefahren? Ich glaube, es täuscht einfach eine zweite unterschiedliche Zielgruppe da. Ich glaube, die eine Hälfte von den Schülern wird das verwenden. Und der andere Hälfte von den Schülern wird das verwenden. Also ich glaube, du triffst damit einfach den Schmack. Ich weiß nicht, ob es allgemein besser wäre. Welche Schüler wäre das denn nachteilig? Na gut, also wenn du es rechtzeitig anfängst, dann lernen wir jedes Jahr. Das ist ja nicht auf ihrem Handy, sondern sind auf dem Kühlrechner vielleicht, wo die Kunden nicht funktioniert, sondern wo halt eine voranstellte Software oder sowas drauf ist. Lass uns einkaufen. Ja, der Händler war in der Runde davor. Ja, aber da war Händler. Geld nach der ersten. Ja. Ich hab immer noch nicht genügend Geld. Nicht? 1400. Mir wird's reichen, ich kann dir wenig helfen. Das war knapp. Ich habe den Finger drauflegen wollen und abgedrückt. Aber wenn ihr so weit seid, dann ist ja gut. Das ist zwar reiner Zufall und überhaupt nicht. Das wäre jetzt im Moment für mich noch die schwierigste Frage, welcher Technik du da aufsitzen würdest. Aber prinzipiell. Also, danke.
Ich lade nach, gib mir Deckung! Mensch, zwei, ich hab's. Große Schießeisen. Gib mir einen Augenblick, ich lade Rüstung, nach! Jetzt im Ausverkauf. Dann wird's plötzlich aus dem Testschreibe wird's dann tatsächlich sinnvoll, weil die Test dann einzeln zu schreiben ist einfach viel Zeit. Für zu wenig Effekt. Ich habe eine Nachricht. Naja, also wenn du praktisch die Dokumentation für den Test gleich so machen kannst, dass es der Test selber auch schon ist, dann bist du sehr effizient mit dem ganzen Vorgehen. Ineffizientes Arbeiten, scheiße. Gottes Wille, das geht nicht. Weil auf die eine Art bin ich herzlich still, wenn es jetzt um so langweilige Jobs geht. Ich dachte schon, du hast schon am Fließband gearbeitet. Ich glaube, wenn du am Fließband gearbeitet hast, dann ist jeder langweilige Job. Kannst du doch schmerzfrei sein. Ja, okay, ich meine jetzt im Programmierung. Also halt technisch, da ist halt doch irgendwie. Ja, ich glaube, das sind wir nicht so unähnlich. Das kenne ich von mir auch. Also. Wenn. Und wenn es halt nur mal dazu gehört, dass man eine. Okay, hat er da offen. Ja, vorne Richtung links. Ja. Kommt direkt schon auf uns zu. Aber hat er dann nicht gemacht. Okay. Er hat nicht mal viel. 607, geil! Das ist eine gute Zeit. Das ist eine richtig. Also 609 wird sehr, sehr gut. Damit bin ich zufrieden, das war nice. Schön.